Willkommen zum Unboxing von Chino Seidel Organ. Oder habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, Chino Seidel Organ. Habe ich mir auf der Buchmesse gekauft auch. Das ist jetzt der dritte und somit erstmal letzte Film der Project Ito-Reihe. Die anderen drei voll, anderen drei, die anderen zwei verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung und einen Kauflink zu dem packe ich da auch gleich noch mit dazu. Und ah, diesmal habe ich das FSK-Logo gleich zerrissen. So sieht dann das Steelbook ohne Folie aus. Darum geht es. Hab mich jetzt noch nicht so kundig gemacht, worum es da ging. Die anderen zwei Filme haben mich unterhalten. Auf alle Fälle, also haben mir gefallen, würde ich auch nochmal gucken. Ja, die technischen Daten sind Deutsch und Japanisch sind die Sprachen, Deutsch sind die Untertitel. Die Laufzeit beträgt 114 Minuten. Und das Format ist ein 16 zu 9 Full HD. Hier drinnen befinden sich Blu-ray und DVD. Das ist diese limitierte Version, Edition. Und das hier sah jetzt aus wie eine Schramme, das ist aber nur gedruckt. Irritierend, weil hier ist nämlich auch nochmal so eine Stelle. Ja, hier haben wir die Disc. Was ist dahinter? Ein Kiwi-Schlüssel, also wie es aussieht. Und dann haben wir hier wahrscheinlich auch nochmal. Das ist die andere Hälfte von KiwiShell. Und was haben. Oh, hier ist man ganz schön hoch, hoch. Dann haben wir hier. Was haben wir denn hier? Irgendwelche Bücher. Androiden. Na ja, gut. Keine Ahnung, was das jetzt damit zu tun hat. Ja, dann bin ich damit auch schon durch. Gibt nicht so viel zu zeigen. Nur die Disc und das Steelbook. Ich kann euch das Steelbook nochmal. Ah nein, halt, halt, halt. Nein, was habe ich aber ganz vergessen? Auf der Rückseite ist ja auch noch was, das kann man ja abmachen. Meine Güte. Zack. Und zack, da hat man nochmal den Project Ito-Schriftzug. So, jetzt bin ich durch. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao und bis zum nächsten Mal.